Yo, was geht ab, Leute? Senat Gashi hier. Willkommen bei einer neuen Folge Universum TV. Heute mit dem ehemaligen deutschen Meister, Europameister und auch Weltmeister im Profiboxen, Vitali Deibert. Vitali, willkommen im Studio. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, bitteschön, gerne. Sehr gerne sitze ich und rede mit dir. Mach das Interview. Sehr gerne. Vitali, du warst ja einer der einigen Deutschen überhaupt, wo in den letzten 25 Jahren Medaillen sammeln konnte, ja? Hast eine Medaillenplatzierung gehabt. Wie war für dich diese Erfahrung bei Olympia mitzumachen? Ja, Olympia ist natürlich was Besonderes. Jeder Sportler, gerade im Amateurbereich, ist zielstrebig. Ich möchte natürlich bei Olympia teilnehmen und natürlich nicht nur teilnehmen, sondern eine Medaille holen. Das ist eine große Kulisse. Die ganze Welt schaut zu. Es ist natürlich was Besonderes und jeder Sportler von Grund aus hat das Ziel, immer Olympia zu erreichen oder Olympiasieger zu werden. Hast du auch dieses Jahr die Olympischen Spiele verfolgt im Boxen und hast du da einen Favoriten gehabt, wo dir gut gefallen hat, wo du sagst, der Junge, der wird der nächste kommende Profi-Weltmeister? Ja, ich habe ein bisschen verfolgt, zwar nicht alle Kämpfe, ein paar habe ich natürlich angeschaut. Es sind sehr viele Talente und die natürlich die Olympiasieger geworden sind, die natürlich sind auch alle Favoriten, auch oder alle, sagen wir, Medaillengewinner, sind alle auch Favoriten in Zukunft, ja, in den nächsten 4, 5, 6 Jahren, dass sie auch bei Profis Weltmeister werden oder in den Top 5 der Welt mitmischen, ja, das ist immer ganz klar, weil das ist, wenn du Olympiasieger bist, dann ist schon, das ist schon das höchste Niveau, besser geht nicht, ja. Fandest du nicht, dass es oft auch Amateure gab, wo den Stil nicht umwandeln konnten in den Profis? Und wenn du das siehst, woran liegt das meistens? Ja, da, weil es liegt ein bisschen, dass man den Stil, meinst du, ich habe nicht ganz die Frage, dass man den Stil. Es ist natürlich auch anderes Boxen. Olympisches Boxen ist komplett anders als Profis. Man hat jetzt mittlerweile das Ganze angepasst. Man boxt ohne Helm und so weiter. Ist schon ein bisschen andere Punktesystem, es wird schon ähnlicher, aber es ist an sich komplett, früher war das komplett anders. Das war wie, sagen wir, Grundschule und Uni, ja? So ein Unterschied war das zwischen Amateuren und Profis. Ja? Jetzt ist mittlerweile, sagen wir mal, normale Schule und dann Uni. Ja? So ist der Unterschied zwischen Profis und Amateuren. Es ist komplett anders, erstens weniger Rundenzahl und früher man hat versucht eher die Punkte zu sammeln. Und Härte war nicht dabei. Jetzt hat man so ein bisschen angepasst. Jetzt ist der, sagen wir, Umgang eher, man ist näher den Profis. Die Amateure sind näher geworden den Profis als früher. Früher war nur Schnelligkeit und einfach den Treffer setzen. Einfach treffen, mehr war das nie. Und bei Profis, Profi sucht immer, er will dich immer ausknocken. Also man sucht den ganzen Kampf immer den einen Schlag, dass man den einen weghaut. Das ist natürlich der Unterschied. Und manche kommen damit klar und manche natürlich nicht. Das ist immer ein Lernprozess. Die Entwicklung, je nach Sportler, wie weit ein Sportler geht und wie er sich entwickelt. Das ist wie von der Jugend zu den also Männern und. Das ist auch genauso von Amateuren bis zum Profis. Nicht alle schaffen, auch sagen wir, die erfolgreich waren bei Olympischen Spielen oder bei Amateuren, nicht alle sind auch erfolgreich bei den Profis. Aber überwiegend ist natürlich schon, also überwiegend ein guter Amateur wird auch ein richtig guter Profi. Aber es gibt auch da im Gegenbeispiel sehr gute Profis, wo vorher nie gute Amateure waren. Zum Beispiel ein Manny Pacquiao oder verschiedene andere japanische Boxer in niedrigen Gewichtsklassen. Ja, das kommt davon, weil die kaum Amateure waren. Die sind gleich umgewandelt. Die haben ein paar Kämpfe gemacht bei Amateuren. Ja, ein paar Kämpfe und dann sind die gleich zu Profis. Die haben sich gar nicht so richtig beschäftigt mit Amateursport. Und keiner wollte oder hatte das Ziel nicht vielleicht zur Olympia zu fahren. Und. Die sind einfach, haben sich gleich entschieden, Profi zu werden und mit Profis wahrscheinlich gleich an trainiert. Da haben die ein paar Kämpfe gemacht im Amateurbereich und dann sind die gleich zum Profis rübergewechselt. Das ist das, ja. Aber sonst wären die auch 100% auch gute Amateure, nur die haben die Karriere nicht wirklich verfolgt oder kaum Kämpfe gemacht. Ja. Nur schneller Schritt zu Profis. Wie siehst du momentan die Boxentwicklung in Deutschland? Was denkst du, fehlt momentan in Deutschland, dass wieder Boxen wieder hochgepusht wird, wie in alten Zeiten? Ja, wie immer, meistens natürlich, ja, würde ich sagen, direkter ist Geld. Ja. Geld, man muss mehr investieren, also mehr investieren. So zum Beispiel England, die hatten nie Medaillen, die letzten Olympischen Spiele, also
wo ich geboxt habe, die hatten kaum Medaillen bei Olympia. Jetzt haben die sind zwei stärkste Nationen. Warum? Das ist durch Gelder, Fernsehgelder unterstützt, man wird unterstützt, man fördert, man macht sehr viel für den Sport. Auch im Fußball sind die stark, die sind insgesamt im Sport, haben sie so einen riesen Schritt gemacht, England. Ja. Das ist also ein gutes Beispiel. In Deutschland ist es eher rückgängig. Da ist ein anderes Fernsehsystem. Es wird viel investiert, viel gemacht. Es werden die besten Trainer geholt und die besten Sportler. Und ja, so wird man auch ein bisschen erfolgreicher. Und in Deutschland ist natürlich alles, wir laufen alle hinterher. Wir haben noch alles alte Systeme. Wir haben wir haben gar keine Chance mit den anderen. Weil es wird nicht gefördert. Man macht eigentlich gar nichts. Ja, also ich denke auch damals, man konnte noch sehen, wo die ganzen Boxschiele hier waren, Fernseh dahinter waren, natürlich wurden Amateure mal gepusht, weil die Motivation da auch höher war. Und jetzt in England ist ja genau das gleiche Beispiel. Der Sohn ist da im Matchroom, pushen Riesenkämpfe, da kommt auch Geld in Bewegung, die Leute sehen, okay, da ist was zu reißen, deswegen auch dieses Entwicklungspotenzial. Ja. Aber mal... Ja. Und natürlich, ja, hast du recht, und natürlich, es sind auch Vorbilder da. Wenn du trainierst einen und da ist zum Beispiel Weltmeister, der ist da, die, sagen wir, die verdienen auch Geld damit, nicht wie in Deutschland, was verdienen Boxer, 1.000, 2.000, wenn überhaupt, das ist ein Witz, ist einfacher irgendwo dann einfach eine Ausbildung zu machen und dann kommst du viel weiter, sagen wir mal, ja. Da ist es, die fördern das, die sehen das Potenzial, das heißt, du kannst, es gibt ein Ziel, du kannst was erreichen, aber hier gibt es mittlerweile gar keine Ziele. Früher, wo ZDF da war, man hat gesehen, man war auf der großen Bühne. Die Jugend wollte das auch. Das heißt, viele sind mehrere zum Boxen gegangen. Man hat gekämpft, man versucht, was zu erreichen. Man hat gesehen, das Ziel vor dem Auge. Ja. Das war Ferien, du konntest live auftreten, jede Kante. Es gab jeden Monat eine Veranstaltung. Das war eine Riesenattraktion früher, ja. Also in Deutschland, ARD, ZDF. Die haben das ganze Boxen, sagen wir, bewegt. Das haben wir jetzt nicht mehr, aber in England ist es andersrum, deswegen wächst auch Jugendnacht und so weiter. Alle wollen, die wollen, die wollen. Heute in Deutschland sind wir in dem Punkt, da wollen alle Jugendlichen eher Fußball spielen statt Boxen oder sonst was anderes. Was hältst du von diesen ganzen YouTube-Boxkämpfen, mit diesen ganzen YouTubern und den Superstars? Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Wie meinst du das mit YouTube-Boxen? Momentan haben ja zum Beispiel die höchsten Einschaltquoten, wo jemals im Boxen erreicht worden sind, war jetzt ein Jake Paul gegen einen Floyd Mayweather. Das waren verschiedene YouTuber gegen reale Boxer. Ja. Wie kommt das zustande? Wie kannst du das erklären, diese Sensation? Ja, das ist, das weiß ich nicht, aber das ist eher Marketingbereich. Es ist viel, Boxen hat auch mittlerweile Profiboxen, hat auch ein bisschen mit Marketing zu tun. Ja. Und das kommt dadurch, und gerade YouTube und so, die ganzen, sagen wir, über Internet alle, man würde da eher, ja, wie soll ich sagen, ja, diese ganzen Medien pushen viele Leute, es ist aber nicht immer gut, weil es manchmal hagelt sich an Qualität. Die Qualität wird meistens auf großen Ringen entschieden. Und stimmt, aber auch wenn einer eine gute Reichweite hat, generiert er mehr Geld und da ist diese Qualität vielleicht auch nicht mehr vorhanden. Man sieht das ja auch mittlerweile an Conor McGregor. Er ist auch schon lange jetzt keine Top 5 oder irgendwas, aber macht trotzdem die dicksten Börsen, weil er polarisiert. Leute gucken, die wollen, dass er verliert. Und natürlich durch seine Reichweite und so, das macht schon einen erheblichen Teil. Mittlerweile im Boxen habe ich das Gefühl, du kommst auch nicht mehr auf die Qualität an, sondern auf deine Reichweite. Wie viele Leute du erreichst, weil das ist das zahlende Publikum. Das hat nicht mehr mit Boxen zu tun oder mit Kampfsport. Das ist eher Marketing. Das ist einfach ein Geschäft. Ja. Das ist, und das funktioniert. Die Leute interessiert das. Die gucken sich das gerne an oder die Person, ja, weil er viel von sich privat zeigt und. Und so erreicht er die Leute und die Leute schauen zu, ja. Aber es ist kein, also Profisport richtig an sich, also Qualität und da, es geht dann um die Weltmeisterschaft. Was man dann zeigt auch im Fernsehen, das ist dann, wo die Besten unter den Besten. Das ist aber, wer sich für die Kampfkunst interessiert. Aber mittlerweile, viele Leute gucken, also es interessiert dich nicht nur Kampfsport, sondern allgemein das ganze Know-how drumherum. Also wie er lebt privat und so.
Da gucken die natürlich. So verdienen diese Leute verdienen teilweise noch mehr als ein Weltmeister Geld. Weil das ist ja nur Sponsoren, Marketing. Das ist einfach mehr Show und das ist Boxen nicht nur ein Kampf, sondern Boxen allgemein, wie einer lebt sozusagen. Das ist so, ja, das. Und das ist deswegen. Also das ist so eine Zeit, man muss sich anpassen, auch alle Weltmeister müssen sich anpassen, müssen auch in Medien viel auftreten und Instagram und überall, damit die auch sozusagen mithalten, weil sonst wird nur Show gemacht, es wird kein richtiges, also faires Boxen geben, es wird nur auf, wer hübscher aussieht, wer besser anzieht oder was anzieht, entschieden, wer gut ist, wer nicht, und das wäre natürlich nicht sportlich. Sportlich ist, du musst der Beste sein, und das ist... Mittlerweile im Profiboxen spielt das Marketing eine viel höhere Rolle wie damals. Ja? Diese Qualität, wie du sagst, gegen Qualität hat man nur bei Olympischen Spielen. Du hast auch im Boxen, du hast manchmal zum Beispiel, warum kommt ein Kampf gegen einen Joshua, gegen einen Deontay Wilder nicht? Weil da zwei Märkte sind, einer verlieren würde und der Markt würde einen Weltmeister verlieren und viel Geld. Es geht da auch, wie gesagt, eben um viel Geld. Vitali, was ich noch so fragen wollte, bei den Profis, ja, du warst ja mehrmaliger WBC-Weltmeister, ja, und wer war so dein härtester Kampf und was war im Boxen deine größte Motivation? Mein härtester Kampf, ja, alle, jeder Kampf war hart. Das war jedes Mal eine Herausforderung, so einen bestimmten, wenn mir, sagen wir, einfällt, würde ich nicht sagen, weil alle waren stark, jeden habe ich respektiert und geachtet. Und jeder hat sein Bestes gegeben, ja. Also waren alle hart, einfach war gar keiner von den Kämpfen. Motivation war einfach der Beste zu sein. Ich wollte eigentlich, dass meine Freunde, meine Familie stolz auf mich sind. Ich wollte für mich, für die beweisen, ja. Das war so mein Ziel, Anerkennung. Sehr gut, Respekt. Auch das Schlusswort für heute. Vitali, vielen Dank für deine Zeit, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Vielen Dank. Danke dir. Спасибо.